TV Vorarlberg. Aktuell. Für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger heißt es weiterhin: Eigenheim, Glück allein. Das geht aus der Wohnstudie 2017 der Vorarlberger Sparkassen heraus. Rund 2/3 der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leben in den eigenen 4 Wänden. Mehr als die Hälfte besitzt ein Haus. Das ist österreichweiter Durchschnitt. Spitzenreiter bleibt das Burgenland mit einer 70% Eigenheimdichte. Ja, diese Studie beinhaltet eigentlich die Situation, wie sie von den Menschen empfunden wird und geht speziell auf die Situation in Vorarlberg ein. Wir haben hier ein paar überraschende Antworten bekommen, beispielsweise, dass die Vorarlberger weniger zufrieden sind als der Rest Österreicher mit seiner Wohnsituation. Wir führen das ganz stark auch auf die Preissituation zurück. Wir wissen, in Vorarlberg ist Grund und Boden, sind die Wohnungen extrem teuer. Und ich denke doch, dass diese Preissituation sich auch auf die Zufriedenheit auswirkt. Das heißt, dass letztendlich Rest Österreich in diesem Punkt zumindest zufriedener ist. Nirgends in Österreich wohnt man also teurer als in Wien und Vorarlberg. 705 Euro pro Monat werden hier im Durchschnitt an Miete bzw. Wohnkosten berappt. Es ist allgemein bekannt, dass der Standard der Wohnungen, wie sie bei uns bestehen, deutlich über jenem in Österreich ist. Das heißt, die Qualität hat natürlich auch ihren Preis. Das ist natürlich eine Folge dieser Preise, die so hoch sind, dass die Jugend sich aus eigenen Wohnungen oder Häuser aus eigenem nicht mehr leisten kann und Unterstützung von den Eltern, von den Großeltern bekommt. Und das hat es in der Form und dieser Dimension vor einiger Zeit noch nicht gegeben. Dennoch, der Trend zu Mietwohnungen habe sich in letzter Zeit verstärkt. Auch tendenziell muss es nicht mehr das klassische Haus als Eigenheim sein. Auch Eigentumswohnungen werden immer gefragter. Denn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger halten mehr nach der idealen Immobilie als auf den Umstand, ob Haus, Wohnung, Miet- oder Kaufobjekt Ausschau. Was auch natürlich dazugekommen ist, ist die Anzahl dieser Vorsorgewohnungen, Anlegerwohnungen. In diesem Ausmaß haben wir es früher natürlich auch nicht gekannt. Und es ist eine Folge der Niedrigzinspolitik, dass sich einfach die Menschen sagen, was mache ich jetzt mit diesem Geld, das mir zur Verfügung steht. Und ein Teil davon geht in Wohnungen, wobei diese Wohnungen teilweise auch über Kredit finanziert werden. Ja, ich nehme mit, dass eigentlich der Anteil der zufriedenen Wohnungsbesitzer in Österreich extrem hoch ist. Weil wenn wir von 86% sprechen, dann muss man sagen, die Wohnsituation löst eigentlich eine allgemeine Zufriedenheit aus. Ich nehme auch mit, dass zunehmend bei der Wohnungssuche neue Medien, das Internet, Facebook auch in Anspruch genommen werden. Ich nehme aber auch mit, dass das Vertrauen gerade bei dem Wohnungskauf in die Bankberaterin, in den Bankberater eine sehr hohe ist. Das zeigt auch diese Studie und das hat uns eigentlich auch bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg liegen. Mit großen Niederschlagsmengen muss heute vom Bodensee bis in den Bregenzer Wald und im kleinen Walsertal gerechnet werden. Teilweise werden auf die Nacht zum Donnerstag bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Die örtlichen Feuerwehren sind bereits vorinformiert und einsatzbereit. Die Hochwasserspitze wird für den heutigen Mittwochnachmittag prognostiziert, wobei an den Flüssen keine größeren Probleme zu erwarten sind. Besondere Vorsicht gilt jedoch bei Hangwasser, Kanalisation und den zahlreichen gefährdeten Kellern im Land. Hier müssen immer wieder die Feuerwehren zu Überflutungen ausrücken, so Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler. Der Regen wird voraussichtlich Mittwochabend bis in die Nacht auf Donnerstag aber abklingen. Bereits rund 1200 Vorarlberger Volksschülerinnen und Volksschüler haben seit 2015 wiederverwendbare Emil-Trinkflaschen vom Umweltverband erhalten. Damit konnten große Mengen an Plastikabfall eingespart werden, nämlich ein gelber Sack voll mit Einwegplastikflaschen pro Kind. Volksschulklassen erhalten solche Flaschen dann, wenn sie sich besonders für die Umwelt einsetzen. Die Partner im Verkehrsverbund Vorarlberg bieten nun auch auf weiteren Linien gratis WLAN an.
Der Pilotversuch im Raum Feldkirch stellte sich als sehr erfolgreich heraus. Nun wird das Angebot auf weitere Stadt- und Ortsbusse ausgeweitet. Verschiedene Landbuslinien werden Schritt für Schritt folgen. Neben dem Unterhaltungswert solle dies auch ein wichtiger Baustein für die einfachere persönliche Mobilitätsplanung unterwegs sein. Gestern Fußball geschaut. Heute früh Fußball geschaut. Am Nachmittag brasilianischen Fußball geschaut. Lampert, Fernsehen schauen, wann und wo du willst. Mit der TV-App Meine Welt unterwegs. Online und mobil bis zu 7 Tage Fernsehen nachholen und 30 Sendungen aufnehmen. Jetzt ab nur 3,90 Euro pro Monat. Alle Infos auf lampert.at. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Auch am Mittwoch erwartet uns mehr oder weniger starker Regen. Besonders betroffen ist der Pfänderhang. Hier kommen abermals um die 50 bis 60 mm zusammen. Kleinere Bäche und Flüsse können so über die Ufer treten. Die Schneefallgrenze liegt bei 2100 bis 2400 Meter Höhe. Am Donnerstag stehen die Chancen auf sonnige Phasen schon deutlich besser. Die Wolken wechseln sich mit etwas Sonnenschein ab. Regenschauer bleiben eher die Ausnahme. Zumindest untertags. Die Temperaturen knacken erstmals wieder die 20 Grad Marke. Im Laufe des Abends ziehen dann aber erneut Regenschauer auf, welche in der Nacht zum Freitag heftig ausfallen können. Nach teils kräftigen Niederschlägen der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter langsam. Über den ganzen Tag sind dennoch Regenschauer zu erwarten. Das Wochenende startet mit einigen Restwolken, danach gibt es dann aber viel Sonne und sommerliche Temperaturen um die 27 Grad. Der Sonntag dann macht seinen Namen alle Ehre, denn es wird sonnig und mit 30 Grad schön warm. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.